So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play System Shock. Es geht weiter. Hier auf der Reaktorebene, die ja wunderschön ist und ganz viel Spaß bereitet und ja. Ja, Leute, wir sind weiterhin auf dem Weg. Oh je. Schauen, was uns so erwartet und ja. Ich kann schon mal im Voraus sagen, es wird wahrscheinlich uns nicht so viel sonderlich Schönes erwarten. Von daher, fragwürdig. Ist natürlich die Frage, wohin genau müssen wir? Da unten waren wir schon. Aber wir gehen nochmal hin. Wir da glaube ich auch nichts mehr hatten, großartig, oder? Schon. Reaktorschild. Reaktorcomputer Cyberspace. Ja, ja, genau. Das müssen wir ja noch freischalten dann. Stimmt. Hier mussten wir hin. Ich habe das seltsame Gefühl, dass das noch nicht alles war. Safety Override. Irgendwas zu sagen? Nö. Ein Code. Ich glaube, einen Code haben wir noch nicht, ne? Ich schau mal ganz kurz. Müssen wir nur noch finden. Das Problem ist natürlich auch, dass diese Datensticks, wo die meistens drauf sind, so mega klein sind. Das Problem ist, wenn wir da jetzt hinten reingehen, da werden wir auf jeden Fall wieder verstrahlt, bis zum Moment nicht mehr. Aber im Moment sehe ich leider auch keine andere Alternative.
Jetzt wird's strahlenmäßig. Oh. Oh. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz zur Heilungskammer. Mal wieder. Ja Leute, ich habe schon gesehen, also für alle, die jetzt das Spiel noch nicht so gut kennen, es ist wirklich darauf ausgelegt, dass man wirklich sehr wenig Items findet. Am Anfang soll noch so dieses Gefühl kommen, ja, wir haben viel Munition und so, aber es soll wohl wirklich so sein, dass wir irgendwann wirklich in die richtige Survival-Richtung gehen. Was wir jetzt im Moment haben. Ist natürlich nicht ganz so lecker, ne? Haben wir hier irgendwas um... Nö. Da müssen wir lang. Da lang. Dann waren wir hier, sind hier durchgegangen. Oder? Doch. Hier war das, glaube ich, wo wir rausgekommen sind. Boah, es wäre schön, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hätte, mal wirklich sich vor der Strahlung zu schützen, ne? Das an. Hier waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht. Heftig, ey, wie viel Strahlung da drin ist. Heftig. Eine Aufladestation, OMG. Geil. Aber ich sehe trotzdem gerade schwarz. Vor allem bei diesen Geräuschen. Ja, brauchen wir jetzt eh noch nicht. Was sind das für Geräusche, Mann? Oh nein. Ein Suss haben wir noch. Wow. Einen einzigen Suss. Sicherheitsniveau. Experimental. So Leute, wir werden auch mal ganz kurz die Waffe hier auf hoch schalten, nicht auf über. Weil ich habe auch gelesen, dass das eigentlich mehr oder weniger schon reichen sollte und nicht ganz so viel Munition verschwindet. Genau deswegen. Nein. Deswegen. Ich hab schon wieder meinen Controller aktiv, Alter. Der vibriert dann immer so schön.
Ist zwar nicht ganz so schön jetzt, wenn der auf dem Tisch liegt und dann vibriert, weil... Will man ja nicht unbedingt haben. Das waren doch niemals jetzt alle Gegner, oder? Hä? Okay, anscheinend gibt's hier, wenig Gravitation. Oder so. Energieleitung. Leitungswandkühler. Okay. Da hört sich irgendwas sehr böse an. Nein. Ich hab keine Dings mehr. Zu heiß. So, dieser Ort sieht mehr oder weniger wichtig aus. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass wir echt was übersehen hier, ne? Weil das sieht so, weiß ich nicht, wichtig halt aus. Als wenn irgendwo noch was liegt, hier so ein Datenstick oder sowas. Das sein? Oh, Schrotflinte. Sehr schön. Flechette. Ja, aber was bringt mir denn jetzt eine Schrotflinte? Ich brauche einen Datenstick oder so mit einem Code oder irgendwas. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob man irgendwie auf anderen Ebenen einen Code finden kann für diese Ebene. Oder ob die halt ob wirklich alles auf einer Ebene immer ist. Das weiß ich nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Aber jetzt schauen wir wenigstens mal wieder ein bisschen Munition wenigstens zu haben, ey. Aber ich will trotzdem bei der Waffe hier erstmal bleiben. Die verbraucht wenigstens nicht direkt Munition. Aber irgendwas übersehen wir hier doch, Leute. Ihr könnt mir nicht sagen, dass hier nichts ist. Was ist das? Notbeleuchtung. Gruselige Musik, okay. Schreibtischterminal. Ja Leute, übrigens mal so als kleine Nebeninformation, es gab tatsächlich jetzt vor kurzem auch ein Update für das Spiel. War natürlich überwiegend so Bugfixes und so, aber es soll wohl auch, ja, mehr oder weniger cooles Zeug gegeben haben. Also jetzt nicht krasses Zeug, was man unbedingt braucht, aber so Headbobs und so kann man ein- und ausschalten jetzt und schon ganz cool. Headbobbing. Nee, anscheinend ist hier wirklich nichts. Also irgendwie... Keine Ahnung, ob ich voll blind bin jetzt hier, aber ich sehe hier halt wirklich nichts. Vielleicht bin ich auch blind. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das jetzt hier alles gewesen ist, nur für eine Schrotflinte. Es ist doch niemals für eine Schrotflinte jetzt nur gewesen. Hier muss doch noch irgendwas sein. Okay, check ich nicht. Naja gut, und natürlich noch ein Erste-Hilfe-Kasten, ne? Schon. Hier waren wir noch nicht. Doch. Aber hier waren wir noch nicht.
Weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dahin will. Bis jetzt läuft das Spiel aber echt gut wieder, ne? Also ich meine jetzt nicht performance-mäßig, ich meine so. Bis jetzt sind wir hier nicht irgendwie am struggeln oder so. Aber es kommt bestimmt alles noch, Leute. Ah, da ist wieder so ein Panel. Mark, people are getting sicker and ships are beginning to suffer. I can't pull triple duty forever to cover rains or jets. But no one has recovered from this virus yet. You know what? Let's meet after my daily 3-hour collapse. Junge, jedes Mal, wenn man in der Aufnahme ist, schreibt irgendjemand in Discord. Aber wenn man nicht in der Aufnahme ist, nix. Stundenlang nix. Funkstille. Das ist doch nie mehr normal hier, Mensch. Also wenn das jetzt funktioniert, ne? Ist aber wahrscheinlich zu viel. Ja. Nee, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Okay, der könnte schwieriger werden. Was ist denn, wenn ich jetzt einen rausnehme? Und zwar den. Ne, der ist zu viel. Der ist auch wahrscheinlich zu viel. Warte mal, der könnte funktionieren hier. Oder? Ne. Oh. Ach komm, ey. So knapp. So knapp. Vielleicht muss ich die umstecken. Dass hier oben der vielleicht nur halbe Leistung hat. Der hier dran geht, und zwar der hier. Einfache Leistung, bitte Leistung. Dann tauschen wir die nämlich einmal. Keine Ahnung, aber vielleicht macht es Sinn. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend hat es wirklich Sinn gemacht. Voll, perfekt. Okay, was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Der Strom wurde umgeleitet. Aber wofür? Für was? Hat sich irgendeine Tür jetzt geöffnet? Nein. Warum ist die Überwachungs... Warum ist die zerstört? Habe ich die zerstört? Alter, hier kommen doch gleich wieder irgendwelche Viecher raus oder so. Das haben wir fertig. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Rust Panels. Was ist das hier eigentlich?
finde das auch ein bisschen nervig, dass hier nicht alles angezeigt wird, was das sein könnte. Ich meine, klar, Zugriffspanels, aber... Haben wir die schon gemacht? Haben wir die noch nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen nervig. Gefahrstoffe. Guck mal, hier haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Aber ich will da auch ehrlich gesagt nicht so lange rein, weil... Tödlich. Aber ich glaube, wir haben keine Wahl. Da ist auch bestimmt safe in dem Gefahrenscheiß. Mit Sicherheit noch irgendeinen Datenstick oder so, den wir brauchen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ah, hier waren wir auch noch nicht anscheinend. Ja, hier haben wir doch den Cyberspaceport. Den habe ich schon gesucht. So, jetzt ist hier ein Code drauf, komm. Citadel's robot servants. Machines imbued with life. Flesh remade in my image. Diego debases himself before me out of fear. Through his authority, fear. I shall extend my influence over the crew. He shall be my prophet, and they will be my disciples. Mhm. Gut zu wissen. So, auf geht's hier. Cyberspace. Spawnt und wird direkt penetriert von allen Seiten. Ey, das ist ja auch witzig. Haben wir wenigstens hier irgendwo Lebensenergie? Nein. So, von da sind wir gekommen, ne? Nee. Von da sind wir gekommen. Habe ich hier keine Lebensenergie? Ist ja Farsch hoch 100. Tot, Alter. Das ist nicht normal, ne? Örtliche Sprengtür. Oh Mann, das brauche ich jetzt. Ich hoffe, mich greift jetzt nichts an auf dem Weg dahin. Anscheinend doch. Wollte ich, muss hier weg.
muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Echt. Was heißt denn Sofortflucht eigentlich? Dass wir hier rauskommen sofort, aber eigentlich will ich das ja nicht. Nicht sofort zumindest. Ey, du wirst auch sofort penetriert, ne? Nichts, was mich angreift jetzt hier? Das ist aber selten. Junge, ey, die Viecher sind so schnell, ne? Ach, wir sterben direkt dann? Oh, gut zu wissen. Nicht schlecht. Es ist auch so übertrieben, wie viele Gegner das sind, ey. Vor allem, wie schnell die auch sind und alles, ey.
bin mir jetzt natürlich auch nicht sicher, ob wir da noch mehr zu entdecken hatten. Könntest du ja gerne nochmal versuchen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Sind wir voll falsch gelaufen, ne? Perfekt. Naja, was soll schon passieren, ne? Überhaupt nicht nervig. Ey, wie viele ist das denn? Guckt euch das an. Wie die sich bewegen. Oh Junge, lass mich doch da hin. Kann dieses Vieh mal verrecken? Junge. Das ist doch nicht normal, wie viele das sind und wie viel die aushalten teilweise. Du kommst rein und wirst direkt penetriert. Das ist so unnormal, ne? Lass mich doch... Ey, Junge, ey, dass mich das da immer wieder reinzieht die ganze Zeit, ne? Überhaupt nicht nervig. Ich kümmere mich gar nicht um die Scheißviecher jetzt, ey. Scheiß drauf. Warum soll ich mir den Stress machen?
Huch. Könnte das wirklich machbar sein? Bis jetzt. Doch. Wir hätten da eh rausgekommen. Ah, ja. Egal. Wir wären eh rausgekommen. Hat sich ja echt voll gelohnt nochmal. So, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part von System Shock. Haut da rein.